Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat die syrische Regierung wegen der anhaltenden Gewalt im Lande scharf verurteilt. Ban Ki-moon sagte, der Beginn des Waffenstillstandes nächste Woche sei keine Entschuldigung für weiteres Töten bis dahin. In ganz Syrien wird von neuen Schusswechseln mit angeblich Dutzenden von Toten allein in den letzten 24 Stunden berichtet. Damaskus macht Terroristen verantwortlich, die von der Türkei und den Golfstaaten finanziert sowie bewaffnet werden. Der UN-Sicherheitsrat verlangt von beiden Seiten eine totale Feuerpause innerhalb von 5 Tagen oder es werde weitere Maßnahmen geben. Beobachter denken jedoch, dass die von den USA unterstützte syrische Opposition zu sehr einen Regime-Change verfolgt, um jetzt aufzugeben. Wenn wir einen Waffenstillstand haben, den die Rebellen einhalten und sagen, in Ordnung, wir werden dem Regime nicht mehr gewaltsam begegnen, was macht es dann für einen Sinn, die Rebellion überhaupt erst begonnen zu haben? Darum ist es wahrscheinlich, dass die Rebellen jede Form der Waffenruhe nutzen werden, um ihre Position zu festigen und sich ihrem Ziel zu nähern. Die USA setzen das Assad-Regime unter Druck, seine Macht aufzugeben, im Dunst von Demokratie und Freiheit, aber das ist nur Heuchelei. Wir wissen, dass die USA Diktaturen lieben. Jetzt erst haben sie der ägyptischen Diktatur 1,3 Milliarden Dollar geschickt. Sie unterstützen die Diktatur in Bahrain, weil sie dort eine Militärbasis unterhalten. In Syrien gibt es eine Diktatur, die nicht pro-USA ist. Die USA sehen jetzt die Möglichkeit für einen Regime-Change. Wenn sie diesen Diktator loswerden und stattdessen eine USA-freundliche Militärdiktatur installieren können, wie in Ägypten und in anderen Ländern rund um den Globus, dann sind die USA zufrieden. Lassen Sie uns das ganz klar sehen. Hier geht es nicht darum, ein demokratie- und freiheitsfreundliches Regime zu installieren. Es geht wie immer um das Imperium. Around the world, then the U.S. will be satisfied. But make no mistake about it, this is not some glorious cause on the part of the West to install a pro-freedom, pro-democracy regime. This is about empire, as it always is.